Herzlich willkommen, mein lieber Steinbock, zu deiner kurzen Tarot-Wochenbotschaft. Ich schaue heute schon auf deine Woche vom 15. bis zum 21. April und ich schaue mal, was die Tarotkarten mir da über deine nächste Woche verraten. Ach du liebes Bisschen. Habt ihr das gesehen? Ich habe sie nur in die Hand genommen und drei sind rausgeploppt. Okay, wir haben, da müssen wir mit den drei arbeiten. Wir haben hier den Tod, wir haben die Zweifel, wir haben den Herzensmenschen. Sehr, sehr spannend. Der Tod zeigt immer, dass sich etwas totläuft. Da stirbt niemand, keine Angst. Ne? Die meisten Leute kriegen immer gleich Schnappatmung, wenn die Karte vom Tod fällt. Aber es geht hier tatsächlich um eine Art Transformation, eine starke Veränderung. Es geht hier darum, dass etwas Altes, was ihr vielleicht lange schon nicht mehr brauchtet oder lange schon komplett überflüssig war in eurem Leben, was sich so alt verkrustet und irgendwie künstlich am Leben erhalten anfühlt, dass das jetzt vorbeigeht. Und das finde ich gerade an der Stelle sehr, sehr spannend. Ja, das geht mit Zweifeln einher. Das geht manchmal auch mit so einer inneren Unruhe einher. Ne? Wir sehen hier so ein bisschen, das Wasser ist ein bisschen aufgeraut. Das soll im übertragenen Sinne die Gefühlslage widerspiegeln. Zusätzlich ein Mond, der für Verunsicherung sorgt. Ne? Und man hat das Gefühl, man sitzt zwischen den Stühlen. Das Schöne ist aber, der Tod ist an der Stelle eine Karte oder eine Energie, die etwas von uns nimmt, damit es uns einfach besser geht. Der Tod reitet immer Richtung Licht, Richtung Sonnenaufgang. Ne? Hier sind noch tote Menschen oder hier sind so Sachen wie Verwesung. Da ist nichts, da ist irgendwie, da wächst auch nichts. Ne? Aber er reitet hier hin zu der Lebendigkeit und die Leute begrüßen diesen Reiter und sagen, schön, dass du da bist, dass du Platz für was Neues schaffst. Ja, und das heißt aber automatisch auch, dass wir dann immer was loslassen müssen und das verunsichert natürlich uns alle immer furchtbar. Ich denke, es hat hier zu tun mit deinem König der Kelche. Der König der Kelche ist an der Stelle immer ein Herzensmensch, beziehungsweise jemanden, den du sehr, sehr liebst. Muss nicht im romantischen Sinne sein, aber es ist an der Stelle jemand, der wirklich in dem Meer der Gefühle, die du für ihn hast, sitzt und hier eine wichtige Rolle für dich spielt im Leben. Ja? Und ich glaube tatsächlich hier an der Stelle, König der Kelche ist nicht meine Lieblingskarte, weil er ist häufig sehr passiv. Das ist jemand, der, ja, der geht seinen eigenen Hobbys nach, der ist jetzt nicht so unbedingt daran interessiert zu arbeiten oder irgendwas zu investieren, sondern der lässt sich lieber von vorne bis hinten bepuscheln. Dementsprechend, wenn du diesen Transformationsprozess bemerkst, brauchst du nicht damit rechnen, dass er dir hilft. Er guckt in eine andere Richtung, ne? Der guckt auf seine Themen. Von daher, es scheint hier aber wichtig zu sein für euch beide, aber hier brauchst du keine Hilfe erwarten, weil scheinbar ist es deine Transformation. Ne? König der Kelche muss nicht unbedingt ein Mann sein. Bei mir sind diese Karten immer geschlechtsunspezifisch. Es ist auf jeden Fall jemand, der in deinem Leben ist und der das zwar sieht, aber sich wahrscheinlich raushalten wird. Ne? Deswegen sei nicht enttäuscht, es ist deine Transformation, nicht seine. Okay, dann schließe ich die Legung. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr das Video teilt, wenn das jemand sehen soll und natürlich über ein kostenloses Abo auf meinem Kanal. Meine Lieben, macht's euch hübsch. Bis zum nächsten Mal.